Und damit, meine lieben Freunde, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Big Farm Stories. So, wir sollen Shady den Fisch bringen. Wir sollen den Thunfischsalat machen. Wir sollen so viele Sachen machen. Und ich kann mich jetzt gerade nicht wirklich sortieren. Deswegen dachte ich mir, gut, gehen wir doch einfach mal ganz kurz zu Shady. Klar, der Tag ist noch nicht rum und rein theoretisch haben wir noch viel zu erledigen. Könnte aber auch schlafen gehen. Würde auch sinnig sein. Aber erstmal wollen wir ja hier endlich wissen, was das für ein Hinweis ist, den Shady da versteckt. Eichhörnchen dürfen wir eh nicht fangen. Teeblätter können wir auch noch nicht wirklich weiter wieder gebrauchen. Aber hey, Shady hat was für uns. Sie scheint schlecht gelaunt zu sein. Viel mehr als gewöhnlich. Besser du nährst dich hier nicht. Hey Shady, braves Mädchen. Weiß, was du willst. Ich werde es bald haben. Und dann verzichtest du. Achso, ich muss den Fisch erstmal kochen, ne? Da war was. Stimmt, ich brauchte das Öl. Das war's. Ach, Mann. Ich brauchte das Fischöl. Den wollte ich eigentlich zum Hafen. Das ist dann das Problem, wenn man so viele verschiedene Spiele spielt und überall irgendwo einen Storystrang hat und ja, ne? Wenn welche von euch Videos machen und dann mal wissen, in dem Augenblick, du hast 5 Projekte gleichzeitig, dann kann man da schon mal durcheinander kommen. Ja, ist ja auch in der Arbeitswelt so, ne? Wenn man da in verschiedenen Projekten arbeitet, ja, wie hat meine Chefin mal gesagt, erst das eine, dann das andere. Ja, und nicht 5 Sachen gleichzeitig. Ja, könnte ich jetzt hier auch machen, dann würde ich ein Projekt innerhalb von kürzester Zeit durchgeballert haben. Was natürlich für euch zum Vorteil wäre, wenn von einem Projekt immer 3 Videos am Tag kommen. Statt 3 verschiedene Projekte. Aber es würde auch viel länger dauern, bis ein neues Projekt startet. Also eigentlich dauert es ja gleich viel, aber so hat man jedenfalls immer ein bisschen Abwechslung. Aber trotzdem, leider ist es in der Arbeitswelt heutzutage immer noch so. So, ich brauche Fischöl. Danke. Kann verwendet werden, um Rezepte zu kochen. Ja, das weiß ich. Was habe ich denn überhaupt noch alles für Aufgaben? Die Katzenmähne. Das Spiel ist im Gange. Okay. Zack, alles einsammeln hier. Man erfährt nicht mehr, finde ich auch interessant, wie viele Erfahrungspunkte etwas gibt. Vorher wurde das doch immer angezeigt, bin ich der Meinung. Also definitiv wurde angezeigt, ah, du hast jetzt 5 Erfahrungspunkte bekommen, ah, du hast jetzt 3 Erfahrungspunkte bekommen. Achso, er ist schon fertig. Der Fischsalat. Aber ich will auch Fisch am Spieß haben. So. Auch das haben wir für Shady. Aber jetzt haben wir erstmal Schlafenszeit. Rostigen Haken, Angelschein und Fischsalat. So. Jetzt können wir doch hier endlich mal
Oh, Post. Muss so eine Hilfe auf dem Markt. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun würde. Bringst du ihm bitte ein paar Leckerlis als Belohnung? Mit großen Dank, Mathilda und Mo. Dafür habe ich jetzt 3 Tage Zeit. Okay. Aber ich muss jetzt erstmal hier alles gießen, ne? Die nächste Frage, die ich mir jetzt stelle. Ich verliere jetzt hierfür immer eine Ausdauer. Das sieht man ja. Und man kann ja jetzt 4 Felder gleichzeitig gießen. Habe ich den Vorteil dann, dass ich weniger Ausdauer verbrauche? Habe ich einen geringeren Wasserverbrauch? Was ja eigentlich unlogisch wäre, aber irgendeinen Vorteil muss es ja bringen dafür, dass ich so viel Geld ausgebe. Und bisher sehe ich halt noch keinen Vorteil da drin. Zack, 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 zack. Das nehmen wir alles mit. Jetzt gehen wir wieder zu Shady. Und schauen doch mal, wie es jetzt weitergeht. Denn die Katze hat einen Hinweis, den wir haben wollen. Und den müssen wir jetzt finden. Auf der Maulwurfsinsel. Oh. Ach, verdammt, was meint er? Den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber ist in Ordnung. Immer wieder gerne. Hey Shady, braves Mädchen. Sieh mal, was ich für dich habe. Miau. Riecht das nicht gut? Hier, komm schon. Braves Mädchen. Danke, Shady. Roter Stoff. Was hatte Opa vor? Nein. Blöd ist, man kann es dann halt auch nicht abbrechen, ne? Aber gut. Das Kleeblatt nehmen wir noch mit. Eigentlich wollte ich das Kleeblatt mitnehmen, aber ist in Ordnung. Nehmen das Holz auch mit. Ich meine, wir haben ja jetzt genügend Taschenplätze. Was schneller ging als erwartet. So, alles mitnehmen. Ja, Leckerlis, wie gesagt, die habe ich für Moja locker. So, dann schauen wir nochmal. Rede mit Rita und hier. Geht zum Fischersmann. Ja, da waren wir doch. Er wollte doch den Salat haben. Ist jetzt die Frage, gehe ich jetzt erst zu Rita? Oder zum alten Seebären? Das ist doch eine gute Frage, oder? Gehen wir erstmal zu Mo. Er begrüßt dich, indem er seine fluffige Mähne herumwirft. Sei ehrlich, warst du wirklich so hilfreich? Er kaut lautlos seine Leckerlis und schaut beurteilend. Nun, Hauptsache Mathilda ist mit dir zufrieden. Freundschaftstoken, Freundschaftspunkte und Erfahrungspunkte. Okay. Habe ich irgendwas dann davon, dass der... dass Alpaka mit mir gut befreundet ist.
Eine Makrele. Noch eine Makrele. Ach. Oh, du bist dort, Landratte. Ahoi. Hey, Landratte, hast du meinen Fisch dabei? Fisch, was? Potzblitz, du brichst mir das Herz. Gern geschehen. Gern geschehen? Das ist das Schlimmste, was du mir hättest bringen können. Noch schlimmer als verdorbener Fisch. Aber du hast darum gebeten. Etwas hier riecht hier so gut. What? Hast du mir den Fischsalat mitgebracht? Danke. Es gibt zwei von euch? Na klar, Pike und ich sind Brüder. Du hast wohl vergessen, dich vorzustellen, Bruder. Dieser alte Seebär ist Grant. Ich habe auch den Nachnamen der Landratte nicht mitbekommen. Auch egal. Wir heißen dich nochmal beide willkommen, Troplay. Schön, euch kennenzulernen, aber mein Opa ist immer noch verschwunden. Ei, wir erzählen es dir. Walter ist vor einiger Zeit gekommen. Er ist ja auch kein schlechter Fischer. Er hat Seile und Ruten gekauft. Die Grundausstattung beim Fischen mit Fallen. Fallen? Das ergibt wenig Sinn. Mal sehen, was Rita davon hält. Danke, Leute. Und zukünftige Missverständnisse zu vermeiden. Ihr habt nicht zufällig noch einen Bruder, oder? Nein, das sind nur wir zwei. Aber so richtig weiß man nie. Grant. Viel Glück, Landratte. Mach dir nicht so viele Gedanken wegen Walder. Er ist zäh wie Haifische. Wollte schon sagen, der kam mir irgendwie so ein bisschen schizophren vor. Ich will Fisch. Ich will Würmer. Ich will Fisch. Was? Willst du mich verarschen? So, Rita, da hast du jetzt erstmal viele Neuigkeiten. Komm, lass uns reden. Hast du immer die besten Neuigkeiten? Wir haben diesen roten Stoff im Wald gefunden. Hm, der sieht richtig wertvoll aus. Vielleicht von einem Teppich. Ein Teppich? Aber was würde mein Opa mit einem Teppich machen? Ist es nicht aufregend, diese einzelnen Puzzleteile zusammenzusetzen? Hm. Soweit, so gut. Komm zurück, sobald du mehr herausgefunden hast. Nun, Troublé, was kann ich für dich tun? Ich habe endlich herausgefunden, was mein Opa im rostigen Haken gekauft hat. Seile und Ruten. Pike und Grant glauben, er könnte sie für Fallen gebraucht haben. Fallen? Das ergibt wenig Sinn. Vielleicht etwas, um sich darin zu verstecken. Aber wofür würde er sich denn verstecken? Denken wir weiter darüber nach. Hm. Jetzt, da wir alles beisammen haben, ergibt alles Sinn. Ach ja? Ja, aber wir sollten uns mit Mathilda treffen, um meine Ergebnisse zu diskutieren. Sie wird das hören wollen. Ein schöner Tag, nicht wahr? Na schön. Hört mir gut zu, denn ich habe das Rätsel um Walters Verschwinden gelöst. Dein Opa ist ein weltberühmter Koch, aber das will er gar nicht sein. Also hat er sich hier versteckt. Aber man hat ihn gefunden und jetzt wird eine große Gala für ihn ausgerichtet mit rotem Teppich und allen drum und dran. Also ist er in Panik geraten, hat sich ein wenig Material geschnappt und versteckt sich jetzt tief im Wald. Hä? 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 Ja, ich weiß, das klingt verrückt. Die Hinweise haben uns gar nicht geholfen. Es könnte alles sein. Ein guter Detektiv muss auch einsehen und zugeben, wenn er in einer Sackgasse geraten ist. Wir müssen wieder von vorne anfangen, Troplay. Können wir uns den Brief nochmal ansehen, Mathilda? Sicher, aber wir haben ihn doch schon 10-mal gelesen. Mal sehen. Oh, er liegt ja verkehrt herum. Was ist das? Da steht etwas auf der Rückseite. Ach ja, lass mich mal sehen. Du hast recht. Das Leben ist zu kurz, um keine Risiken einzugehen. Stimmt's, Matti? Und danke nochmal, dass du mir die Anleitung zum Bau eines Heißluftballons geliehen hast. Mein Buch, ja, jetzt erinnere ich mich. Walter hat erwähnt, dass er mit einem Heißluftballon in diesen Süden fahren wollte. Hm, er hätte das Buch längst zurückgeben sollen. Es hat meinem Vater gehört. Mathilda, du hast die ganze Zeit gewusst? Also Rita, ich glaube, wir haben unsere Antwort. Super, was für eine Geschichte. Aber wenn er in der Luft war, als der Sturm kam, könnte ihn der Wind überall hingeweht haben. Der Wind. Nathan wird uns sagen können, in welche Richtung der Wind an dem Tag geweht hat. Ich glaube, wir finden deinen Opa vielleicht doch noch. Das ist super. Danke euch beiden. Besuchen wir den nächsten sofort. Nicht verzagen, Troplay. Walter ist ein kräftiger Mann. Wir finden ihn bestimmt wohlbehalten.
Okay, also mein Opa ist, ja. Mein Opa ist, mit dem Heißluftballon geflogen. So weit, so gut. Und es gab Wind. Es war ein Sturm. Ich, also, wenn, So, und jetzt bin ich gerade voll verwirrt. Nathan. Wenn der Heißluftballon abgestürzt ist, hat er das wirklich überlebt? Und wenn ja, wo liegt er dann? Achso, bald. Bald verfügbar. Nein! Nein! Verdammt. Oh, guck mal, wie viele Fischsorten es noch gibt, ey. Und hier ist auch noch was, was ich noch nicht entdeckt habe. Wir haben diesen roten Stoff im Wald gefunden. Hm, richtig wertvoll. Ein wichtiges Detail, du lernst schnell. Es muss also ein sehr wertvoller Teppich sein. Ah, gut, jetzt ist es erledigt. Fehler im Spiel. Naja. Schade. Schade, 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 schade. Jedenfalls kann ich das jetzt hier erledigen. Okay. Dann ist das schon mal erledigt. Ja, liebe Leute, dann heißt es jetzt erstmal wieder warten auf ein Update. Wie geht die Story weiter? Ich muss ja sagen, es hat sich gelohnt, diese ganzen Updates auszulassen. So hatte ich mal wieder ein bisschen was zu tun, zu machen, zu erkunden. Ja. Klar, man hat jetzt noch nicht alle Fische gesehen. Da muss man halt dann auch wieder erheblich viel mehr Zeit investieren. Hier dann immer wieder regelmäßig fischen, zu unterschiedlichen Zeiten fischen, am Meer fischen, im See fischen, im Fluss fischen. Also, Fische haben sie jetzt hier echt sau viele eingebunden. Oh, Shady ist wieder zurück. Ist ja schon mal schön. Aber leider haben wir jetzt auch noch keine große Bedeutung hier für diese ganzen Sachen. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, dass man diese Sachen noch nicht verkaufen kann. Wahrscheinlich zum Kochen, ja. Aber beispielsweise beim Markt von Mathilda würden diese Sachen doch teilweise Sinn ergeben, weil wir die jetzt hier so sammeln können. Genauso wie die Kleeblätter. Genauso wie auch bei einigen Fischen. Wo aber dann halt die Seltenheit ein bisschen da mit reinspielt. Die Frage ist halt, wollen die Entwickler da verhindern, dass die Leute gegebenenfalls irgendwo immer gegen eine Wand laufen oder sagen sie einfach, nee, wir haben jetzt schon genügend da in dem Handelsposten? Es ist eine gute Frage. Ich würde sagen, diese Frage könnt ihr gerne mal in den Kommentaren diskutieren. Seid ihr der Meinung, die ganzen neuen Produkte, die wir jetzt hier haben, sollten auch noch auf dem Handelsmarkt zum Verkauf stehen? Oder sagt ihr, na, die obersten Produkte, ja, guck mal hier, die Bären und so weiter. Oder sagt, habe ich aber noch nicht gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen, gar nicht. Gut, das ist in Ordnung. Aber hier? Naja, ihr könnt mir das ja mal gerne in die Meinung schreiben. Oder vielleicht hattet ihr das ja schon und nur ich hatte jetzt bisher das Pech. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer True, haut rein. Tschüss.